Okay, komm. Lassen wir uns dort reinfallen und fangen noch mal von vorne an. Ist mir jetzt egal, Mann. Vielleicht auch an der Stelle einfach mal die Schuhe ausziehen. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas bringt, außer dass ich noch schneller in den Strudel reingesogen werde. Aber man könnte es mal versuchen. Na, mal schauen. Ja, schrägen unter Wasser laufen. Immer wieder der gleiche Scheiß. So. Nee, 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 nee. Und hier lasse ich mich auch nicht reinziehen. Nein, 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 nein. So. Okay. Ich könnte es mal versuchen, dass ich hier am Rand lang schwimme. Wenn ich merke, ich schaff's nicht, kann ich die Eisenstiefel immer noch anziehen. Wow. Ehrlich jetzt. Das ist so einfach. Ach komm. Ihr verarscht mich doch. Ich fühle mich gerade echt verarscht, ne? So, komm, Fee. Komm her hier. Danke. Okay. Jetzt muss ich nur da irgendwie raufkommen. Das geht. Was? Das ist so einfach? Ich habe mich in jedem Durchspielen hier mit den Eisenstiefeln entlang gequält. Ich meine wirklich gequält. Und dann ist das so was Einfaches. Dörr. Wow. Kein Kommentar dazu. Jetzt mal ganz ehrlich. Wow. Ah ja, genau. Jetzt bin ich hier. Okay. Und kann mich einmal dort ranziehen. Dong. Das dürfte Kopfschmerzen geben, weil da ist er definitiv an die Kante geknallt. Naja. So. Hier auch nochmal ranziehen. Wunderbar. So, hier könnte ich, glaube ich, einfach durchtauchen. Oder war das der, wo ich hier hinten die Dings brauche? Okay, ich brauche hinten den Fang- bzw. Enterhaken. Gut, also kann ich gleich die Schuhe anziehen. Das ist der. Gut. Oh. Stimmt. Das Wasser steht aber höher als... Na. So. Steht aber höher als vorhin. Deswegen kann ich ja doch einfach so durch. Na gut. Nehme ich auch an. So. Dann will ich jetzt... Ja, an sich könnte ich jetzt schon Richtung Boss rennen. Will ich aber noch gar nicht. Zum einen habe ich die... den Boss-Schlüssel noch nicht. Zum anderen gibt es hier noch ein bisschen was für mich zu finden. So, ihr geht mal weg. Und dann hole ich mir hier erstmal die goldene Spatula, an die ich jetzt dran komme. Dankeschön. So. Das war Nummer 1. Nummer 2 ist dann da unten. Beziehungsweise hier im Turm drin. Um genauer zu sein. Und dafür gehen wir jetzt einmal nach unten. Und lassen das Wasser nochmal komplett runter. Einmal auf die niedrigste Stufe. So. Okay. Dann geht's hier wieder nach oben. Ab.
Hopp, die dopp, die dopp. So. Okay, wunderbar. Okay, dann haben wir das. Und dann geht es jetzt gleich in den, in den Turm in der Mitte, wie gesagt. Denn dort geht es zum, zu noch einer goldenen Skulptur, die ich jetzt dank des Interhakens erreichen kann. So. Hier hoch. Dann. Ups. Daran. Ich schau mal, ob ich auch so rankomme. Sieht mir so aus. Ja. Hier komme ich hin. Okay. Und dann komme ich auch auf jeden Fall darüber. Okay. Dann haben wir das. So. Gut, ich meine, ich muss hier das Wasser so oder so jetzt auf mittlere Höhe schieben. Aber, ja. Hat halt vorher keinen Bock, so. Gut. Und dann wollen wir jetzt hier wieder rüber, hier nach draußen, und dann haben wir, wo war der, oder war der noch eins weiter oben? War noch eins weiter oben? Nee, oder? Nee, hier haben wir es. Haben wir jetzt hier einen Augenschalter, wodurch da das Tor aufgeht. Wollte ich mich denn hier reinhangeln? So. Okay. Jetzt sind wir wieder da, wo wir hier den Block schon mal rausgezogen haben. Den schieben wir jetzt hier zur Seite. Hätte eigentlich gereicht, aber ne? Wir schieben ihn mal komplett weg. So. Denn hier haben wir noch einen kleinen Schlüssel. Ja, ja. Die Teile sind sehr gut versteckt hier. Okay. Dann haben wir das. Ach ja. Ich muss ja dann hier lang wieder raus. Dort. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ach, Mann. Mann, dieses Spiel. So. Gut. Dann jetzt hier lang raus. Und dann wollen wir nochmal ganz nach unten. Nämlich hier drüben. Ups. Okay. Nee. Moment. Hier oben. Hier wollen wir hin. So. Bitte mit den Eisenstiefeln. So. Ich hoffe, dafür muss das Wasser nicht ganz unten sein. Was? Da war's. Na. So. Nein, muss es nicht. Ah, okay. Sehr schön. So, dann geht's einmal hier rüber. Hier ziehen wir dann normalen Schuhe an. So. Ein Raum, den ich hassen gelernt habe.
Aber gut. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. So, das sollte reichen, um hier durchzukommen. So. Na, komm, komm. Nein, ich will hier rüber. Ich will hier rüber. Dankeschön. Und so, geht doch. Okay. So, ich muss ja keine Pfeile verschwenden für Viecher, die ich, an die doch so locker vorbeikomme. So. Vor allem, weil ich hier jetzt sowieso wieder Pfeile brauche. So. Gut. Dann nehmen wir uns jetzt die Bomben und platzieren hier eine. Und hier drüben eine. So. Dann schieben wir diesen Stein hier. Und schieben und schieben und schieben. So. Okay. Dann gehen wir hier rüber. Ab, los jetzt. Und ziehen den Stein. Ich weiß nicht, wie Link das macht, aber er schafft es, diesen Stein jetzt hier zu ziehen. Sollte eigentlich nicht möglich sein. Aber hey, Link kann das. So. Verdammt, ich kriege natürlich nicht weit genug rausgezogen, um dahinter zu passen. Also darf ich hier immer außen rum rennen. Yay. So. Okay. So. Und. Schwupps. Da drückt er jetzt auf den Schalter. Dadurch steigt hier das Wasser. Und wir können hier nach oben. Das ist ja gut, dass wir hier nach oben können. Hab. Denn wir müssen. Genau, wir müssen darüber. So. Und damit die Viecher uns nicht nerven, werde ich sie mal wieder abschießen. So. Sehr gut. Ach nee, das war ja ein. Trittschalter, stimmt ja. So. Den dritten Sprung lasse ich sehr gerne aus, weil, also die dritte Wassersäule ist zum einen nicht wirklich wichtig, und wie man gesehen hat, und zum anderen sorgt das nur immer wieder dafür, ja, dass man es eben nicht schafft, so, in der Zeit. So, dankeschön, nächste goldene Skulptur. Ihr seht schon, da haben wir jetzt hier einige von im Dungeon gehabt. Natürlich. Ich versuche schon wieder, Muscheln unter Wasser zu bekämpfen. Ist an sich eine scheiß Idee, aber ich krieg Pfeile dafür. Und Pfeile sind immer gut. Also hat sich das irgendwo doch gelohnt. So. Dann haben wir hier unseren Boss-Key. Den man auch sehr gerne vergisst. Wenn man nicht weiß, dass man da eben mit den Eisenstiefeln durch muss. So. Der Masterschlüssel. Sehr schön.
Ab, komm. Fee, komm her hier. So, was haben wir hier? Noch eine Fee. Ja, gut, ist mir egal. So. Okay, dann haben wir das. Und dann wollen wir jetzt einmal hier lang. Ups, aua. Und hier lang, dann hier hoch. Und dann können wir uns ja auch endlich von der Strömung mitnehmen lassen. Denn jetzt wollen wir hier wieder zurück. Denn wir müssen jetzt nur noch zum Boss. Alles andere dürften wir haben. Ich gucke nochmal auf die Karte, um sicher zu gehen. Ja, haben wir alles. Sehr schön. Gut. Dann hier einmal rüber. So, okay, sehr schön. Bin auch direkt schon drin. Wunderbar. Hier lang. Man kann natürlich hier auch mit Pharaohs Donnersturm arbeiten und sich oben einen Teleporter setzen, zu dem man immer wieder zurückkommt. Wäre auch eine Idee, um hier ein bisschen was zu umgehen. So. Sehr schön, das, was ich an Schaden genommen habe, habe ich wieder reingeholt. Wunderbar. So will ich das sehen. Und hier nochmal den Wasserpegel anpassen. So, damit hat der gesamte Dungeon etwa eine Stunde gedauert. Und das, obwohl ich wirklich mich nicht allzu sehr verirrt habe. Nur halt ab und zu mal auf die Karte, Karte geschaut habe, ob ich wirklich alles habe und wo ich noch hin kann und muss. Aber ansonsten, ja, ein sehr ausgiebiger Dungeon. Hm. Und der ist noch nicht fertig. Nein. Wir dürfen hier jetzt nämlich noch nach oben rennen. Autsch. Ah, ich darf nicht rollen, ne? Da war ja was. Ich glaube, hier kommt man mit den Eisenstiefeln tatsächlich besser hoch. Wenn, ah, nee, ich bleib bei der blauen Rüstung. Stil echt. Ab. So. Nee. Da habe ich mich geirrt. Ich war aus irgendwelchen Gründen der Meinung, aber dem ist nicht so. Das war ein Irrtum. Aber auch Irrtümer geschehen. So. Wunderbar. Na dann. Wollen wir uns doch hier jetzt mal irgendwo... ja, das sieht nicht aus wie normales Wasser, sagt Navi uns da noch. Aber da sind wir schon hier raufgesprungen. Das Wasser setzt sich in Bewegung. Moment, was? Das Wasser hat Augen? Weil, wie kann es sonst hier gucken? Hm.